Hallo Leute, somit hier mit einer neuen Folge Ghost Week in Wildlands im Ghost-Modus mit Permades. Ja, einmal sterben und Game Over in dem Game hier. Da kann ich alles von vorne nochmal beginnen. Aber wie ihr seht, ich bin hier schon im Tier-Modus angekommen. Ja, Level 27 mittlerweile. Und ja, noch nicht gestorben. Gott sei Dank. Es war zwar immer ganz schön knapp, aber irgendwie habe ich mich dann doch noch da rausretten können. Ja, so sieht mein Typ aktuell aus. Hab hier wieder so eine, über diese Lootkisten in dem Game, die man da kostenlos erspielen kann, mit diesen Prestige-Credits hier, Credits, wieder so ein bisschen neue Ausrüstung dazu bekommen und unter anderem halt diesen Helm mit den, ich würde mal sagen, Nachtsichtvisier. Sieht ganz cool aus. Hab ihn so ein bisschen auf, ja, Standard-Soldat, Special Operations gemacht halt. Gut, der Waffenskin ist halt jetzt ein bisschen seltener, deswegen habe ich den genommen. Hab ein bisschen angepasst, die Waffe hier wieder ein paar Teile schwarz gemacht. Ich habe da so verschiedene Skins halt. Und ja, ihr seht hier, das ist der Kampagnenvorschritt. Bin fast fertig. Ich habe im Prinzip schon den Rückpanzer von dem Exoskelett, ja, denn man kann hier in diesem Ghost-Modus, das ist das Besondere hier, einen Exosuit freischalten. Und da gibt es verschiedene Teile. Wenn man den Siono, den Boss hier, killt, das habe ich auch schon gemacht, dann kriegt man eigentlich eine Maske. Und dann gibt es hier den Brustpanzer, der so aussieht halt, wie diese Exosuit halt, so ein Teil davon. Dann gibt es die Beine und, ja, die habe ich noch nicht. Jetzt. Das ist das Letzte, was ich machen will, die Beine, Arme und Oberkörper und so und ja, und Schuhe. Das können wir auch nur an den Kisten machen, also an den Munitionskisten können wir die Sachen machen. Ausrüsten und Waffen wechseln geht alles nur an den Kisten, an den Munitionskisten hier. Und Optik anpassen, oh, es kommt hier ein Helikopter. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben! Da gehen wir nochmal lieber an Deckung. Aufwachen, Unidad im Anmarsch. Da über uns fliegt da jetzt das lilane Ding auf der Minimap. Okay, er ist weg. Ey, er ballert hey, auf die... Grün. Auf meine Verstärkung. Ich habe hier nämlich gerade das Lager geklärt hier. Drohnenkartell-Lager. Geh in Position. Warte, ich suche eine gute Schusslinie. Wir haben sie aufgescheucht. So, ich würde sagen, ich schalte ihn einfach mal aus. Eröffne Feuer. Deck alles hin. Ist nur noch der Pilot da übrig. Nee, doch nicht. Pilot und Beifahrer. Unidad kämpft gegen die Rebellen. Wie lautet der Plan? Ah, ich werde mich mal verstecken. Weil auf dem Tiermodus, da entdecken die einen Ratzefatz. So. Heli down. Und da kommt der nächste Helikopter. Oh, so geil ist das explodiert. Und noch Kontakt, die Soldat, bla bla bla. Ah, Schwein gehabt. Okay, so jetzt können wir weitermachen. Also wie gesagt, man kann hier nur an der Ausrüstungskiste, an dieser Munitionskiste, seinen Charakter anpassen und die Ausrüstung ändern. Bei mir ist das alles wieder neu, weil dieses Spiel leider aktuell seit über einem Monat die ganzen Sachen, die ich hier freigeschaltet habe, jedes Mal bei jedem Start alles neu resettet und alles anzeigt, dass es neu ist. Ist es aber halt nicht. So, wenn wir hier auf Anpassung gehen, dann können wir hier unter Kleidung, Oberteile, müsste er eigentlich freigeschaltet sein. Santa Blanca. Ach nee, das sind ja nur die Klamotten, Quatsch. Schuhe, genau. Hier, Exoskelett-Schuhe. Ich habe jetzt hier andere ausgewählt, weil das leider halt immer alles wie resettet wird. Ich hoffe mal, der Patch kommt demnächst, in den nächsten Tagen, dass wir endlich mal wieder vernünftig spielen können. Und bis dahin habe ich den erstmal so weit angepasst, den Charakter, dass er mir optisch gefällt. Und wenn das später das alles funktioniert, dann werde ich auf den Exoskelett dann die Sachen halt wechseln. Und ihr seht es halt hier, das ist so eine Art ja, Kampfsportschuh, wie auch immer. Mit solchen metallischen Verstärkungen dran. Sieht ganz cool aus, wenn der komplett ist. Und eigentlich habe ich auch Silber und Blau, also so Chrom und Blau.
freigeschaltet, denn das ist hier, wenn man Level 30, glaube ich, macht, und das ist, wenn man Tiermodus irgendwie, glaube ich, oder? Zum Freischalten Stufe 30 im Großmodus erreichen, genau, das war das. Und das kriegt man halt hier den Carbon-Gold-Effekt. Ja, richtig schnieke Gold halt. Da muss man Tier 1 werden in dem Tiermodus. Und ich bin jetzt Tier 27. Steht hier oben rechts, hier neben meinem Namen. Also da ist noch ein ganzer weiter Weg hin, bis man das auf Gold hat. Und ich hoffe nicht, dass ich da irgendwann sterben werde. Aber aktuell benutze ich halt das hier. Und dann gibt es hier noch die Hose. Können wir auch mal kurz gucken hier. Exoskeletthose, so sieht die aus. Ja, an der Seite solche metallischen Verbindungen und Gelenke. Und das Ganze gibt es dann halt auch noch für Gesicht war das, glaube ich. Das ist alles ein bisschen sehr durcheinander hier, die ganze Kacke. Nee, das war das nicht. Gesichtsextras, das müsste es sein. Predator-Maske. Habe ich ja hier nicht auf dem Account. Exoskelett, wo war das? Da. So sieht der Exoskelett-Helm eigentlich aus. Ich drehe mal ein bisschen den Charakter zur Seite, damit ihr es nochmal von der Seite sehen könnt. Sieht ganz nett aus. Ich glaube, so die Augen müssten leuchten, aber irgendwie leuchten sie hier nicht. Und dann gibt es hier das Ganze als Rucksack noch. Genau, hier Exoskelett-Wirbelsäule. Ja, da sind so eine Platten hinten auf dem Rücken mit so einer Art Wirbelsäulendesign. Sieht doch ganz cool aus. Und dann gibt es halt den Aufnäher, den habe ich ja drauf. Der funktioniert Gott sei Dank immer hinten. Und dann, was haben wir denn noch? Kopfbedeckung, nee, Kleidung. Das war dann irgendwo hier bei Westen, glaube ich, ja. Genau. Das ist hier das Oberteil, Exoskelett Torso. Ah, sieht schon nicht schlecht aus. Wenn man das komplett hat, dann sieht das schon schnieke aus, aber wie gesagt, leider wird es immer resettet. Deswegen habe ich meinen Charakter umgebaut, optisch. So, dass ich halt nicht ständig die Standardsachen da dran habe, die da dann, wenn sie nicht verfügbar sind, resettet werden. Und ja, mir fehlen das halt nur noch die Beine. Dann bin ich hier eigentlich mit den ganzen Exosuit-Sachen freischalten schon durch. Ich habe hier noch zwei Bouvons, die ich machen muss hier, zwei Unterbosse. Und das werde ich hier auch mal machen. Die nächste Mission ist jetzt hier in dem Fall, da hängt das Icon da drüber, töten Sie Elgato. Wir wissen, wo Elgato ist, Remanzos unsterblicher Buchan. Beweisen Sie diesem Arschloch, wie sterblich er ist. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ist schon so lange her. Schon über ein Jahr, glaube ich, so lange spielt das Spiel schon. Wie kompliziert diese Mission ist. So, Vorbereitung ist alles. Okay, jetzt nicht mal so weit weg. Wir könnten mit einem Motorrad Auto fahren. Ich würde mal sagen, wir fahren lieber mit einem Auto. Los geht's. 800 Meter entfernt. Dann fahren wir mal ein bisschen in die Richtung. Und immer alles schön vorsichtig. Ach, da kommt schon wieder ein Santa Blanca-Fahrzeug da vorne. Mal gucken, ob es hier der Fahrer... Der Lamborghini ist? Nee, das ist der andere. Dann lass er mal aber vorbeifahren. Ich habe jetzt keine Lust, da schon mehr Kontakt aufzunehmen mit denen. Das Schlimme halt an dem Modus ist, dass halt diese typischen Gegnerwolken, nenne ich es mal, also das ist die Aura auf der Minimap, wo die Gegner markiert werden, also das ist eine rote Aura, die gibt es ja halt in dem Tiermodus überhaupt nicht mehr. Und das macht es halt unheimlich schwierig, Gegner zu entdecken. Und wenn man halt einen übersieht hier in dem Modus und der einen anfokussiert, dann ist man ratzfatz tot halt. Die NPCs hier, die können mich zwar wiederbeleben, aber das funktioniert auch nur bis zum zweiten Mal. Beim dritten Mal ist dann Game Over. Also man muss hier wirklich extremst vorsichtig sein in dem Spielmodus hier. Und ich spiele eigentlich den ganzen Modus im Prinzip nur mit Schleichen und so möglichst Aufwand und mich zeigen, wie nur geht. Vermeiden lässt sich allerdings das nicht, dass man hier doch mal hin und wieder in Action gerät. Aber ja, man sollte es nicht übertreiben.
Falls ihr die eine Folge nicht gesehen habt, die letzte, die ich hochgeladen hatte, dann guckt euch das Video mal an. Da habe ich das ein bisschen übertrieben mit dem Ghost-Modus. Da bin ich dann bei Unidad Stufe 4 angekommen. Und bei 4 ist einfach mal... Ja. Wagen mit montierter Waffe. Da ist die Chance zu überleben quasi sehr, 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 sehr gering. Denn da kommt instant Nachschub an Helikoptern und Apaches und so, die sehen einen sofort und knallen dann einfach über den Haufen halt. Noch ein dritter. Unbedingt sehenswertes Video. So, wir werden jetzt hier mit der Drohne, ich habe hier so eine kleine Flugdrohne, erstmal sämtliche Gegner spotten. Also anzeigen, damit ich es auf der Minimap hier als Punkte markiert habe. Und das macht es halt schon ein bisschen einfacher. Wagen mit montierter Waffe. Müssen wir mal jeden Winkel hier erkunden auf der Karte. Weil irgendwo steckt bestimmt immer noch einer, den wir nicht gesehen haben. Die dazu eine Maschinenpistole. So, da auch noch einer. Macht 5. Notfalls, wenn es nicht reicht, da ist der Generator. Okay. Da ist auch noch ein Gegner. Müssen wir halt die Aufklärung machen. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Dann werden uns noch die restlichen Sachen angezeigt. Okay. So, ich denke mal, wir haben fast alle. Vielleicht noch ein oder zwei, die irgendwo versteckt stehen. Ich weiß das nicht. Werden wir dann sehen. So, den Typen müssen wir töten. Stand er da gerade richtig schön. Aber ich glaube, ich werde erstmal den da hinten töten. Und fürs Gegner-Spotten gibt es hier halt auch Erfahrungspunkte in dem im Tiermodus. Gegner töten, ihr seht es ja rechts, die Einblendung hier. Das bringt halt alles Punkte. Und deswegen benutze ich dann immer nur erst zum Schluss dann die Aufklärung von den Rebellen. Sehr ein Geschützturm. Mal gucken, ob da oben noch einer drin ist im Wachturm. Ich denke mal ja. Nee, diesmal nicht. Okay. Normalerweise ist da mal einer in diesen Türmen drin. So, unsere Aufklärung. Da ist schon wieder einer. Den habe ich schon übersehen gehabt wieder. Der kam dann wieder rausgekrochen. Okay, ich würde sagen, ich gehe in Position. Den. Suche eine bessere Schusslinie. Den. Warte kurz, lass mich in Position gehen. Hab das Ziel. Die habe ich erstmal markiert, dann Ziel kann markieren. Meine KI die ausschalten. Okay. Tango ist tot. Zack, 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 drei sind weg. Perfekt. Okay, so jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier den uns den einen hier holen. Und dann könnte man eigentlich schon Elgato töten hier. Man muss nicht unbedingt erstmal alle Gegner töten, sondern man kann natürlich auch direkt die Aufgabe hier erfüllen. So, ich werde mal auf Pistole wechseln. Okay, den haben wir. Da ist ein Sicario. Da drüben, neben dem Container. Na, da war noch ein Gegner. Okay, jetzt läuft er runter. Ja, wir schalten mal lieber die Leute aus. Ich sehe das Ziel. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden. Unterwegs. Roger. Ziel erfasst. Sicher, sicher. Bin schussbereit. Tango getötet. So, jetzt sind schon ein paar Wiener Gegner. Die uns hier noch in die Quere kommen können. Und Bowman, hier Nomad. Jawohl. Elgato ist möglicherweise tot. Können Sie möglicherweise? Also ich bin mir sicher, er ist tot. Okay, identifizieren. Sende die biometrischen Daten. Hab sie. Warten Sie, ich jage sie durchs System. Verdammt. Knapp daneben ist auch vorbei.
Das ist Delgatos Dubel. Verstanden. Wir bleiben an ihm dran. Ach, Mist, das haben wir ein Dubel. Na, super. Der Chemiker hat uns möglicherweise die Position von Elgatos Haus verraten. Ich schicke jetzt die Koordinaten. In Ordnung. Wir sehen mal nach. Wäre ja auch zu einfach. Aber immerhin, wir haben ein bisschen EP-Punkte bekommen, ja? Geh jetzt Position. Ich suche eine gute Position. Ausschalten müsste ich die jetzt hier nicht, aber ich mache es trotzdem mal. Ziel erfasst. Gucken, ob sie die anvisieren können. Hab kein Ziel mehr. Okay, Ziel markiert. Naja, klappt nicht so richtig. Manchmal haben die keine Sicht halt auf die Gegner. Könnt ihr jetzt ja selber Ziel treffen, markiert. Aber... Okay. Tango getroffen. Perfekt. So, ich werde mal oben den Upgrade-Punkt noch mitnehmen. Wirklich brauchen sie es zwar nicht, aber... Gibt hier nämlich so ein, zwei Dinge, die man hier nicht braucht, wenn man den Ghost-Modus spielt, und zwar Flugzeugschild. Habe ich gar nicht geskillt, aus dem Grunde einfach, da man im Ghost-Modus vermeiden sollte, mit einem Helikopter oder Flugzeug jeglicher Art herumzufliegen. Dann ist man ganz schnell tot im Spiel. Gibt hier so viele Bugs leider. Und auch Gegner, die einen töten. Und wenn man mit dem Fallschirm aussteigt, dann fällt man gerne mal durch den Boden oder sonst der Art. So, nehmen wir die beiden Sachen auch noch mit. Und jetzt gucken wir auf der Karte mal, wo wir jetzt sein müssen. Da. Gut, wir haben Remanzo Alpha freigeschaltet im Ghost-Modus. Da sind alle Punkte übrigens freigeschaltet. Die Schnellreise Basen. Und da macht es uns das natürlich ein bisschen einfacher. Müssen wir nicht ganze Zeit laufen. Man könnte natürlich auch mit dem Auto hinfahren, aber es dauert dann halt doch schon ein, zwei Minuten. Ich habe auch den Eindruck, irgendwie, dass die Ladezeiten ein bisschen länger geworden sind als seit dem letzten Patch. Irgendwie dauert das hier teilweise echt ein bisschen. So, wir sind jetzt wieder im Manzo Alpha. Hat sich direkt mal ein bisschen die Tageszeit geändert. Geht schon cool los. So, und wir müssen dahin. Der wahre Elgato, Remanzo, finden Sie Elgato. Wir wissen, wo Elgato ist. Remanzos unsterblicher Buchan. Beweisen Sie diesem Arschloch, wie sterblich er ist. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Mann, das nenne ich Ingenieurskunst. Ziemlich hochentwickelter Kram für so eine abgelegene Gegend. Die Regierung hat in die Kartoffelernte als Ersatz für Koka investiert. Ein guter Plan, aber das Kartell hat die Sache beendet. Vielleicht hilft es ja zukünftigen Generationen. Wir müssen nur Santa Blanca ausschalten. So, Elgato sollte jetzt hier irgendwo sein. Eine Bewässerungsanlage. Ich sehe schon wieder ein paar Gegner hier rumrennen. So, da gehen wir mal in Deckung. Setze Drohne ein. Drohne auspacken wieder und erstmal die Gegner anmachen. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ist hier auch einer drin? Ja. Scharfschütze. Als wenn ich es geahnt hätte. Zwei Gegner so, ja. Okay, bin unterwegs. Dann würde ich sagen, markieren wir direkt mal die beiden. Hab das Ziel. Ich hab das Ziel. So, da ist noch mit Sicherheit eine. Jawohl. Hier ist Ziel Nummer 5. Mein Gott, hier sind so viele Scharfschützen. Das ist der Generator. Da ist noch ein Gegner. Ja, die ganzen Objekte sind immer extrem mutesichert. Okay.
Okay, scheint alles zu sein, aber wir kontrollieren es trotzdem nochmal. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ja, doch nochmal zwei Gegner. Drei, so, ja. Vier. Ja. So, ich würde sagen, wir schalten erstmal die beiden aus. Haben wir irgendeinen Gegner, der ein bisschen separat steht? Den hier, oder? Moment, ja. Such eine gute Schusslinie. Der steht hier alleine, den könnte man nicht auch ausschalten. Machen wir nochmal. Ein Drecksack weniger. Als nächstes würde ich sagen, mache ich hier die beiden Sniper. Und vielleicht den nach oben. Mal gucken. So, und der Typ, der wird hier in einem Gebäude drin sein. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob das wirklich so war, aber wir werden es mal sehen. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Gegner markieren. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Mit dem machen wir auch mal, der steht hier auch irgendwie alleine gerade. Auf dein Zeichen, Boss. Okay. Er ist erledigt. So. Jetzt kommt der hoffentlich nicht hierher laufen. Das wäre natürlich blöd. Ansonsten muss ich den gleich töten. Okay, hat geklappt. Alarm wurde er auch gerade auslösen, also man muss echt vorsichtig sein. Wenn man den Generator ausschaltet zuerst, dann kann man das machen. Aber ich bin der Meinung, dass das kontraproduktiv ist, gerade in dem Modus hier. Weil die dann alle sich wundern und wach werden und dann patrouillieren gehen und eventuell Alarm machen. Wir nähern uns jetzt im Zielgebiet. Ob Elgato wirklich hier ist? Werden wir sehen. Waffen bereit. Wenn ihr das Arschloch seht, schaltet es aus. Alles klar. Alles okay. Klar. Geh in so. Position. Mal wieder drei Gegner markieren. Roger, muss ich alle alleine machen. Bin bereit. Bereit. Auf deinen Befehl. So. Erledigt. Jetzt haben wir nicht mehr so viele Gegner, die wir hier töten müssen selber. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Okay, Alarm ausgelöst. Nicht ausgelöst, meine ich. Deaktiviert. Jetzt warte ich mal kurz, bis die Simultanschuss hier wieder verfügbar ist. Dann geh in Position. Such eine bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Ziel markiert. Machen wir mal die letzten Linien hier. Okay, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Tango so. Getroffen. Okay, jetzt das haben wir alle Gegner, glaube ich. Werden wir ja sehen, ob es wirklich alle sind. Gleich die Versorgungsgüter mitnehmen hier. Gibt alle schön Punkte hier. Jawohl, und Tier-Upgrade. Wir haben den nächsten Tier-Modus erreicht, Stufe 26. So, und bei jedem Upgrade von einem Stufenanstieg, Stufenanaufstieg, komisch. Okay, kriegt man halt hier 2000 Ressourcenpunkte. Und das Ganze erhöht sich dann halt immer. Mit jeder weiteren Stufe, die man da steckt. Und, jawohl. Man kriegt oben drei neuerdings dann halt auch Prestige-Credits. Mit diesen Prestige-Credits, das sind hier diese Orangenfarm-Dinger, da kann man sich dann, wir können ja mal kurz gucken hier im Store, wie das Ganze aussieht, neue Sachen kaufen. Also Ingame-Objekte. Man kann natürlich hier auch Geld ausgeben und das nicht so knapp. Ja, es gibt hier diese ganzen Sachen, die so in blau gehalten sind, hellblau. Das sind alles Sachen, die kostenpflichtig sind. Die kann man dann halt hier über Credits kaufen. Für, keine Ahnung, 11.530 Credits, ja, 50 Euro. Wenn man sonst kein Geld übrig hat, kann man das auch dafür ausgeben. Ja, hier gibt es so empfohlene Sachen halt, Schlachtkisten und so weiter, DLC, Season Pass, Großpakete. Ellenlange Liste an Sachen, die man nicht braucht, sondern die man sich auch so in-game freischalten kann. Und zwar halt mit diesen Credits. Prestige Credits. So, ich habe hier 2000 mittlerweile wieder angesammelt und
Davon kann man sich so einiges an Kisten kaufen, hier diese einzelnen. Und da sind dann Objekte drin, die man entweder noch nicht hat oder halt doch schon hat. Das sind dann leider die Sachen, die man doppelt bekommt. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Man kriegt also pro Kiste ein einziges Item, was irgendwie, naja, typisch halt Ubisoft ist. Die wollen natürlich Kohle verdienen. Zusätzlich noch. Wir können weiter. Aber gut, ist halt so. Man muss es ja nicht machen. Ja. Achtung, Feindpräsenz. Feindpräsenz. So, jetzt muss er erstmal den Zugang finden. Wo ist denn dieser blöde Zugang eigentlich hier? Zu dem komischen Objekt hier. Irgendwo müsste hier... Da oben ist noch ein Upgrade-Punkt. Mal gucken, wer wir hier reinkommen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt. Elgato finden. Irgendwo müsste ja ein Zugang sein. Zu dieser komischen Kläranlage, was ist das hier? Ihr wollt mich töten, Putos? Elgato ist unbesiegbar! Okay. Da ist er. Treffer, er ist tot. Ist er's? Haben wir diesmal den richtigen Elgato? Schicken wir Baumann seine biometrischen Daten. Sie kann es uns sicher sagen. Ja, der sieht irgendwie so aus wie Elgato. Der hat auch so ein bisschen... Joa. Komische Kleidung an. Knochenrippen-Outfit. Und seine Knarre hier. Das müsste eine Desert Eagle sein, ich glaube. Ja, Desert Eagle in Gold. Ja, das müsste der Typ sein. Baumann, Elgato ist möglicherweise schon wieder tot. Die biometrischen Daten sind unterwegs. Schon wieder tot, der war gut. Ich lasse sie endlich, sie stimmen überein. Jawohl. Gut gemacht, Nomad. Elgato gehen endlich die Leben aus. Dieses Arschloch hat schon zu viele Anschläge überlebt. Genau. So, wir haben jetzt hier den letzten Boss hier gekillt quasi. Also, wir haben noch einen, aber Elgato haben wir getötet. Oh, da kommt ein Heli. Gute Arbeit im Remanzo. Die Schmuggelaktivitäten des Kartells haben einen schweren Schlag erhalten. Selbst wenn sie die Anlage neu errichten, hat ihnen der Verlust des Rezepts für Flüssigkokain irreparablen Schaden zugefügt. Jawohl. Und der Tod von Elgato stürzt die gesamte Organisation ins Chaos. Das passiert, wenn sich der Boss für unsterblich hält. Danke für die Meldung, Bowman. Wir wechseln jetzt zu einem anderen Einsatzgebiet. Nomad Ende. Okay, so, wir haben jetzt also ja relativ viele Punkte bekommen. Für das Beenden dieser, weil wir den Boss gekillt haben. Und obendrein gibt es dann halt immer, wenn man das abschließt, dann auch nochmal weitere Prestige Points. Gab in dem Falle wieder 400. Da fliegt wieder so ein Helikopter rum. So, hier, das wollte ich ja eigentlich einsammeln. Wieder ein Fertigkeitspunkt. Können wir mal gucken, ob wir irgendwo was jetzt investieren können. Also wie gesagt, das brauche ich nicht, weil Flugzeug werde ich nicht benutzen. Ansonsten würde es halt eine Schadensminderung geben, damit das Ding nicht gleich auseinanderfällt, wenn man beschossen wird. Und viele Sachen sind irgendwie sinnlos, finde ich, wie Ableckungsköder. Vor allem in dem Tiermodus. Ja, was nehme ich? Ich nehme Splittergranate. Und das reicht schon wieder nicht mehr. Da braucht man wieder noch 3 Upgrade-Punkte. 6 brauche ich dafür. 3 habe ich erst. Die bisschen Upgrades könnte ich hier noch machen. Aber im Prinzip bin ich eigentlich soweit mit den ganzen Sachen so durch hier. Funktioniert ganz gut hier. So, das haben wir hier erledigt. Jawohl, so, Elgato, bupp, tot ist er. Und jetzt müssen wir nur noch die... den letzten Sachen hier machen, den Schmuggel. Das ist das ganze Gebiet hier oben. Und dann wäre ich quasi mit der Story auch komplett durch und hätte sämtliche Sachen geschafft. Ja, und das ist alles ohne zu sterben. Wahnsinn. Anfangs dachte ich, okay, Ghost-Modus und mit Tier-Modus dann auch noch oben drauf. Ist ein bisschen crazy, aber funktioniert ganz gut.